Wenn im Spätherbst auf dem Hunsrück die Feldarbeit abgeschlossen war, konnte mit den Vorbereitungen zum Leinenweben begonnen werden. Hier in Dickenschied besaßen im 19. Jahrhundert manche Familien einen eigenen Webstuhl. Die Leinenweberei diente vor allem dem Nebenerwerb. Man schlug den Webstuhl zwischen Martini und Weihnachten auf. In der Regel geschah dies in der Stube, in einer Kammer oder in einem Werkstattraum, der Busselkammer. Nur wenige Familien besaßen eine separate Webkammer. Wilhelm Mosel und Otto Kloß, die hier den Aufbau demonstrieren, legen zuerst die Bodenteile des Webstuhlgerüsts, den sogenannten Zarich, zusammen. Wie bei einem Fachwerkgerüst stecken sie die Einzelteile ineinander und schlagen sie mit einem Hammer fest. So, weiter. Holen wir den da. Sobald das Bodengerüst steht, werden die Eckpfosten eingesetzt. Die beiden Männer kennen die bäuerliche Leinenweberei noch aus eigener Erfahrung. Für den Film schlagen sie noch einmal den über 100 Jahre alten Webstuhl auf. Sie verstreben die Ständer oben mit Querhölzern. Handwebstühle bestanden in der Regel aus Eichenholz. Einfache Stühle wie dieser hier wurden früher meist von Dorfschreinern auf Bestellung und nach Maß hergestellt. Dabei nahm der Schreiner Rücksicht auf die Körpergröße des Webers und auf dessen häusliche Raumverhältnisse. Somit ist jeder alte Handwebstuhl ein Unikat. Die Männer stabilisieren alle Holzteile des Gestells nur mit Holznägeln und Zapfen. Im Moselraum und auf dem Hunsrück gab es auch mit Schnitzereien reich verzierte Webstühle. So, gut. So, kommt der nächste. Auf gleiche Weise wie die vorderen Ständer werden auch die hinteren aufgestellt. Gut. Querholz. Dieses hier. So, ganz raus. Gut, festhalten. Das Gestell unterlag kaum Abnutzungserscheinungen und wurde von Generation zu Generation weitervererbt. Viele Familien besaßen einen eigenen Webstuhl, mit dem sie Leinen für den Eigenbedarf oder auch teilweise für den Verkauf webten. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die häusliche Leinenweberei endgültig aufgegeben wurde, wanderten die Webstühle und mit ihnen auch andere Geräte wie Spul- und Spinnräder auf den Müll, wurden verbrannt oder bestenfalls in eine Ecke des Dachbodens gestellt. Damit ging auch das Wissen um die alten Techniken des Leinenwebens weitgehend verloren. So, gut. Nächste.
Deutlich erkennt man die Zapflöcher, in die später die Holznägel eingeschlagen werden. Jetzt setzen die Männer den Waren- oder Tuchbaum ein, auf den später beim Weben der fertige Stoff aufgewickelt wird. Geschicklichkeit und lange Erfahrung sind notwendig, um zügig aus den losen Holzteilen die richtigen herauszusuchen und zusammenzusetzen. Alle Hölzer müssen fest ineinander sitzen, um beim späteren Weben ein Verziehen der Kettfäden zu vermeiden. Bei Webern, die mit dem Leinenweben ihren Lebensunterhalt bestritten, besaß der Webstuhl seinen ständigen, festen Platz in einem Raum und wurde nicht jeden Winter neu aufgeschlagen. Gelegentlich war ein solches Gestell am Fußboden oder mit den Deckenbalken verankert, um beim festen Anschlagen während des Webens nicht zu vibrieren oder zu verrutschen. Erst darin. So. So. Bei dem hier aufgebauten Stuhlgerüst handelt es sich um einen sogenannten Vollwebstuhl, dessen Seitenständer oben umlaufend durch Querhölzer verbunden sind. Dieser Typ war häufig in der Eifel und im Hunsrück verbreitet. Da haben wir hier rum. Um beim weiteren Arbeiten ein Hängenbleiben oder Verletzungen zu vermeiden, schlägt Wilhelm Mosel die herausstehenden Holznägel ab. So, ist beigedrückt. Eins bei. Die Männer schieben den Webstuhl an seinen endgültigen Standort. Der Stuhl ist nun 1,92 Meter lang, 1,39 Meter breit und 1,89 Meter hoch. Darauf kann ein Tuch von maximal 1,10 Meter Breite gewebt werden. Wilhelm Mosel bringt die Haltevorrichtungen für die Einreffstecken an. Der runde Brustbaum und anschließend das Querholz, auch Kniebaum genannt, werden eingelegt. So, Querholz. Wilhelm Mosel befestigt die beiden Tritte mit einer Eisenstange am Stuhlgerüst. Mit ihnen werden später abwechselnd die beiden Schäfte heruntergezogen. Jetzt muss man die Halterungen für den Kett- oder Garnbaum einhängen.
Der schwere, drehbare Kettbaum ist der Länge nach eingeschlitzt. Hier wird später der Halterstecken des Kettendes eingelegt. An den Kettbaum befestigen die Männer ein Holzzackenrad, das sogenannte Garerad. Es ermöglicht dem Weber, mit einer Sperrvorrichtung stufenweise die Kette abzuwickeln. Auch den Tuchbaum kann der Weber durch ein Rad mit Holzgriffen bewegen. Um das spätere Tuch bzw. die Kettfäden stramm spannen zu können, ist es an der Seite mit einem Eisenzackenrad ausgestattet und wird durch eine Sperrklinke festgestellt. Der Feller verhindert die Drehung des Garerads. Der Weber kann später über eine Kordel die Sperre lösen, ohne von der Arbeit aufstehen zu müssen. Jetzt legt Wilhelm Mosel das Sitzbrett ein. Inzwischen schnitzt Otto Kloß kleine Holzstifte. Sie dienen später dazu, den Stecken mit dem Kettende am Kettbaum zu befestigen. So, Otto. Haben wir genug jetzt? Reicht? Ja, reicht. Reicht. So, weiter. Also noch ein bisschen weiter vor. Gut. Einen Moment. Die Männer können nun die Weblade, die Lad, einhängen. Sie legen sie ähnlich einer Schaukel beweglich auf den Rahmenhölzern auf. Auf gleiche Weise befestigen sie auch die Haltevorrichtung für die Schäfte. Diese besitzt zwei Lederriemen, an denen die Schäfte aufgehängt und später beim Weben abwechselnd heruntergezogen werden. Jetzt kann man das Geschirr einlegen. Es besteht aus dem Ried und den beiden Schäften. Das kammartige Riedblatt wird in die Lade eingesteckt. Beim Weben schlägt der Weber damit jeden Schussfaden an das Gewebe fest an. Das Ried wurde früher, wie der Name schon sagt, aus den festen Stängeln des Riedgrases hergestellt. Im 19. Jahrhundert setzte sich jedoch bereits das weniger empfindliche Metallblatt durch. Die Schäfte bestehen aus Kordellitzen mit kleinen Metallaugen in der Mitte, durch die die Kettfäden gezogen werden. Im Geschirr hängt noch der Rest des alten Gewebes. Er erleichtert später das Anknüpfen der neuen Kette. Das Geschirr wurde durch das Weben stark beansprucht. Im Gegensatz zum stabilen Gestell muss es häufiger repariert und ausgewechselt werden. Am Niederrhein zum Beispiel gab es den Beruf der Riedmacher, die sich auf die Produktion von Rieten spezialisierten. Riete wurden auf den Märkten angeboten oder kamen über Wanderhändler auch in die Mittelgebirgsregionen. Der Weber verbindet die beiden Schäfte nun mit den Tritten. Damit ist der Webstuhl funktionsfähig aufgestellt.